Für den FCA steht nun das letzte Heimspiel der Saison an, gegen Hertha BSC. Auch wenn der Klassenerhalt nun klar ist, Trainer Martin Schmidt hofft, dass es kein so müdes Spiel wie auf Schalke wird. Das sind wir, glaube ich, auch dem Heimpublikum schuldig, auch eine Dankbarkeit rein und diese Dankbarkeit durch eine sehr, sehr leidenschaftliche Leistung zu manifestieren. Und das ist eigentlich die Herausforderung und die Forderung, die wir an uns stellen. Denn es geht bei den letzten beiden Bundesligaspielen durchaus noch um was. Theoretisch könnte der FCA einen Tabellenplatz noch gut machen, das wäre erfreulich. Deshalb erwarte ich also 100% von uns eine andere Offensivleistung, auch als auf Schalke, mehr Offensivabläufe, mehr Chancen und Torraumszenen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir imstande sind, wir beide Teams, wir beiden Trainer, das Team so, die Teams aufzustellen, dass es auch für die Zuschauer einen spannenden Wettkampf gibt. Hinter den Kulissen wird beim FCA bereits fleißig an der Kaderplanung für die nächste Saison gearbeitet. Wer kommt, wer geht, bei wem wird verlängert und bei wem nicht? Eine Aufgabe, die mit großer Sorgfalt gemacht werden muss. Wir gehen mit großer Besonnenheit an die Kaderplanung ran und man hat immer altverdiente Spieler, dann hat man Spieler, die auf dem Sprung sind, dann hat man Spieler, wo man überlegen muss, passen die ins System, passen sie nicht rein, und deshalb gehen wir das sicherlich mit einer konzentrierten Besonnenheit in diese Sitzungen rein. Und die Spieler, die Sie erwähnt haben, sind ganz klar auch solche, ein bisschen älter, auslaufende Verträge, da muss man gucken, wer kann uns vielleicht noch als Stützspieler oder als Spieler auf dem Platz helfen. Manchmal nimmt man Spieler nochmal in eine Saison mit rein, wo man weiß, der ist für die Kabine unheimlich wichtig, der kennt seine Rolle und wir brauchen den auch in diesem Bereich. Und deshalb werden wir da sicher jeden Spieler einzeln angehen, anschauen, mit intern besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Aber die Gespräche werden sicherlich geführt, nicht ausgesetzt, die werden geführt, mit den Spielern darüber geredet und dann werden wir eine Lösung finden, um den Kader so zusammenzustellen, um nächstes Jahr eine Saison spielen zu können, die ein bisschen weniger nervenaufreibend war wie diese. Zurück zum letzten Heimspielgegner. Für Coach Martin Schmidt ist Hertha eine robuste, gewachsene Mannschaft. Unheimlich schneller Spieler, 1-1 sehr, sehr gut. Deshalb ist da, muss ich sagen, schon sehr, sehr vieles noch drin, was man nicht ganz abschätzen kann, was bringen sie an dem Tag. Und das ist auch manchmal ein bisschen eine Wundertüte, die schlagen Bayern und eine Woche später sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und ich denke, dass wir uns auch eine selbstbewusste Truppe hier einstellen müssen. Die haben jüngst gewonnen, 2 Unentschieden, 1-1 auch in Frankfurt, dann das letzte Spiel gewonnen. Jetzt so richtig Klarheit, auch für die Zukunft. Die sind auch befreit, Selbstbewusstsein wieder da. Und deshalb denke ich schon, dass wir eine sehr spielstarke Truppe hier haben werden, die ein Spiel zu gestalten wissen, die wissen, was mit dem Ball anzufangen. Und es wird an uns in der Defensive sehr, sehr große Herausforderung gestellt. Nach dem ewigen Auf und Ab in dieser Saison wäre ein Sieg beim letzten Heimspiel sicher ein schönes Geschenk für alle Fans. Very good.